Let's play some games, weil Zocken geil ist. Also lass Streets of Rage 2 Stein, Lieblingsspiel aus der Streets of Rage-Serie. Definitiv. Weil es im Gegenteil zum ersten einiges mehr macht, mehr Gegner, bessere Kämpfe. Dann finde ich auch die Charaktere, die man wählen kann, super. Und ja, ist halt mein Lieblingsteil. Sogar noch vor dem dritten, dem neuesten. Und ja. Streets of Rage ist ein ganz typischer Brawler aus der 80er. 90er. Das Spiel hier kam 93, glaube ich, raus. Ist der zweite Teil. Und im ersten Teil hat man eben den Mr. X schon besiegt. Und jetzt wurde eben der Adam gekidnappt. Das ist einer der Charaktere aus dem ersten Teil. Und jetzt kann man mit zwei neuen Helden plus den beiden alten eben auf die Suche machen und die retten. Darum geht es eigentlich jetzt im Endeffekt halt wieder Mr. X's Handwerk legen und ja, Adam befreien. Ah, 92 sogar. Dran. Also ist Piece of Cake eigentlich. Jo. Natürlich. Ja, jetzt kannst du dir deinen Charakter aussuchen. Die haben verschiedene Werte. Max ist ein Wrestler, das ist der Kumpel von Adam. Und das ist hier das Gate, der hieß im Original. Also Blaze hat ja hier wirklich bewegende Argumente. Ja, dann perfekt für dich. Ja. Ich glaube, ich werde aber ein Axel. Ich wähle jetzt die Frau, weil dann können wir uns leichter unterscheiden. Ja. Ja. Und das ist so ein typischer Techno-90er-Hit. Ja. Wenn du den Angriff noch länger gedrückt hältst und dann loslässt, dann macht er gleich eine Attacke, eine Stärke. Bei mir ist es ein Doppeltritt. Ansonsten. Bei mir ist ein Schlag ins Gesicht, also genau. Fuß. Ansonsten springen und Punch gleichzeitig drücken, dann macht er so einen Schlag nach hinten. Echt? Ja. Macht er bei mir einen Flying Dutchman Kick. Ja, aber das ist ganz praktisch, wenn die Gegner halt kommen. Ja. Ansonsten. Zweimal in die Richtung drücken mit dem D-Pad. Ist das ein Exhibitionist, wo mir da und. Nein, das ist ein. Achso, nee, doch nicht da. Es sieht so aus, als würde down zu dem Mann so. Ansonsten ganz wichtig, immer unter. Nein. Oh. Aber hallo. Was ist das? Ja, du benutzt nämlich da meine Brüste als Abrollbrett. Ja. Funktioniert einwandfrei. Ja. Wie im echten Leben. Dragon Uppercut. Ja. Du bist Honda, ich bin Sagat. Da ist eben das Witzige, dass die Serie heißt im Japanischen Bare Knuckle. Und wenn man diese Attacke hier macht bei mir, diese mit dem, dann sagt er im Original Bare Knuckle. Und was sehe ich da jetzt? Honda. Keine Ahnung. Das ist ja unter Brawler-Liebhabern wirklich als heiß geliebtes Spiel, ja? Ja. Oh, Entschuldigung. Okay. Also, ich meine, der Counterpart auf dem Super Nintendo war ja Final Fight. Wobei Final Fight das Ganze ja mehr oder weniger erfunden hat. Also von daher, Final Fight kommt ja aus den Arcades und wurde dann halt geportet. Und Streets of Rage hat da natürlich ziemlich viel abgekupfert. Allein schon das Ganze oben, das UI und alles. Aber hat natürlich wieder auch sehr viele neue Sachen reingepackt. Deswegen. Zum Beispiel? Ja, eben zum Beispiel, dass du mehrere Charaktere hast. Du hast es nicht nur drei. Ich glaube, du hattest bei der Super Nintendo-Fassung von Final Fight sogar nur zwei. Da haben sie einen rausgekürzt. Kombosystem sozusagen. Also die authentische Steuerung bekommt man mit dem Digitalpad. Ja. Da ist der Analogstick hier. Ich weiß. Ja. Aber es spielt man halt. Ja, weil da tut es auch nach 30 Sekunden auch so richtig weh. Auf dem Daumen, da weiß man ganz genau. Das ist der 60-Pad einfach preislos. Wie sehr man gelitten hat. Damals in jungen Jahren. Ich bin ja froh, dass ich dieses Spiel wirklich noch auf der Originalkonsole habe. Jetzt geht's hinten in den Hinterhof. Und dann ist dort. Da verprügeln wir jetzt den Chef. Das. Gangbang. Ist ja eigentlich ein Gangbang. Boah. Oh. Dafür müsst ihr mal treffen. Ey, dafür, dass der Typ keine Lebensenergie hat. Voll an die Brust gegriffen. Kein Treffer an ihm. Ich schieb's einfach mal auf die Steuerung. Steuerung weg. Netzcode. Ja. Netzcode ganz wichtig. Ja. Natürlich.
Was auch wieder ganz, ganz toll ist, hab noch gar nicht gesagt, der Soundtrack dieses Spiels, der ist total Wahnsinn. Der ist echt cool. Da gibt's ja einige schöne Techno-Remixes davon. Mhm. Sogar teilweise vom Originalschöpfer. Er hat es nämlich erst vom Hayeken geremixt, als es jetzt eben hier unter anderem für diese Compilation mal aufgelegt wurde, das Spiel. Da gab's einen extra Sampler dazu. Ist doch Blanka. Ja. Heißt der Mutant. Aber ja, es ist Blanka. Ja, nächster Boss. Erinnert sehr stark an den erst vor kürzlich gestorbenen. Ultimate Warrior. Ja. Das sieht aus wie die Stage von Vega. Da soll es ihr Leben, wenn ich hier wohne. Okay, jetzt muss ich gehen. Den am besten immer nur einen Angriff und dann weg. Weil der macht immer. So, hier. Oh. Das ist einer der nervigsten Gegner, einfach wenn man wirklich auf seiner Ebene sein muss, um ihn zu treffen. Ach. Ja. Aber da geht es wenigstens mit dem Fußboden. Ja. Vorhin, als du jetzt gesagt hast, war das so ein komischer Fußboden, wo man nicht mal was erkannt hat. Ja. Ja, weil der Reflexion drauf hat. Kann ich mich nicht mit Mund-zu-Mund-Beatmung irgendwie? Ich glaube, so viel Luft hat er gar nicht. So maximales Volumen. Sieht ja geil aus. Sind die Gegner denn jetzt weniger? Nein. Der Schwierigkeitsgrad bestimmt, wie viele Gegner da sind und wie stark sie sind. Und nein, es ist noch nicht mehr der richtige Boss. Das ist der richtige Boss. Das war der vom Plakat. Ja. Und der andere lebt auch. Und ja, das eine Hühnchen ist despawned. Mann. Der hat zwei Lebensbalken noch. Der andere ist auch noch da. Du musst es halt versuchen, ihn irgendwie also zu treffen. Na. Oh. Ich sage, diese Attacke ist das Beste im ganzen Spiel, was man treffen muss. Das ist mit dem Digibit nicht leicht. Immerhin. Okay, aber das war's. Ja, wir haben auf normal gespielt, von daher kann man es sehen lassen. Sau geil auf jeden Fall. Oh. Und Platz Nummer 1, wer ist das? Platz Nummer 2, wer ist das? Kann man auf jeden Fall empfehlen, Streets of Rage 2. Ja, entweder im Original. Wer keine Retro-Konsole hat, wo haben wir denn die Hülle? Wir haben das Modul. Wir haben das Modul zwar auch. Die Hülle habe ich leider nicht, aber ansonsten. Aber das hier, genau. Genau, der kann sich das hier holen. Ja, die Ultimate Collection. Für die Xbox. Ansonsten, wer nur Streets of Rage will, die drei Teile gibt es für PlayStation Network und für Xbox Live Arcade. Und wer es gern sich im Original kaufen möchte, ja, der wird es für wie viel, wie läuft das gerade zur Zeit, Streets of Rage 2? Relativ günstig, wenn man so sieht, für so einen Titel, ich glaube so 30 Euro rum, komplett. Okay, kann man schon holen. Ja. Super. Alles klar, in diesem Sinne, Couch Gaming verabschiedet sich von euch. Tschüss. Ciao.